Hallo meine Lieben, ich wurde von der lieben Sophie vom Kanal Fiesophie, den Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, zu dem geht gar nicht Tag getaggt. Und der Tag hat extrem viele Fragen, deswegen lege ich mal direkt los. Das erste Thema ist Essen und da fällt mir direkt Rosenkohl ein. Ich hasse Rosenkohl wirklich über alles und ich verstehe auch nicht, wie Menschen Rosenkohl mögen können. Ich habe den als Kind immer Barbie-Köpfe genannt, weil mich das irgendwie immer an so verschrumpelte Barbie-Köpfe erinnert hat. Ich weiß, sehr komisch, aber ja, die habe ich wirklich nie angerührt. Klamotten. Also da bin ich eigentlich so, jeder sollte das anziehen, worauf er Lust hat und jeder hat seinen eigenen Style leben und leben lassen. Aber was gar nicht meiner Meinung nach geht, ist Pelz. Ich verstehe nicht, wie Leute sich mit toten Tieren schmücken möchten, zumal ja wirklich heutzutage es so gute Fakes auch gibt, dass man das nicht mal bräuchte, nur falls man diesen Look mag. Ich gehöre zu den Leuten, ich habe extrem viel Fake-Pelz, also auch wirklich Fake und jetzt nicht dann billig Katzenpelz aus China, weil ich wirklich das Aussehen mag. Aber ich würde mir niemals wirklich ein totes Tier umhängen wollen und ja, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Dazu auch eine Mini-Geschichte. Eine Kommilitonin von mir hat auf Instagram, die sehr gerne echten Pelz trägt, mal ein Foto in einem Pelzmantel gepostet. Man konnte allerdings nicht sehen, dass das eine ganze Jacke war, sondern es sah aus wie so eine Fellweste. Und sie hat auch ein öffentliches Profil und da hat dann jemand von außerhalb drunter geschrieben, ist das eine Echtpelzweste? Und meine Kommilitonin, die sich gar nicht vorstellen kann, dass jemand was gegen echten Pelz hat, hat dann ernsthaft darauf geantwortet, das ist sogar ein echter Pelzmantel. Das war wirklich so ein richtiger Facepalm-Moment für mich, weil, oh mein Gott, kann ich wirklich absolut nicht nachvollziehen. Schreibt mir auch sehr gerne mal in die Kommentare, wie ihr zum Thema Pelz steht. Musik. Also ich höre sehr viele Musikrichtungen gemischt. Aber eine, die ich gar nicht leiden kann, ich weiß gar nicht, wie die genau heißt, ist dieses Hardcore-Techno-Zeug. Ich habe keine Ahnung, wie man das genau nennt, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ja, das ist für mich auch gar keine wirkliche Musik mehr. Und ich war einmal auf so einer FSJ-Fahrt und meine Zimmernachbarn praktisch, also im Zimmer direkt neben mir, die haben das wirklich tagtäglich durchgehört. Ich bin da diese Woche echt fast durchgedreht. Gerüche, Parfüms. Also ich bin beim Thema Parfüm eh sehr empfindlich. Ich bekomme sehr schnell Migräne von Parfüms. Und da sind ganz besonders schlimm diese sehr, sehr schweren Parfüms wirklich. Also wenn ich da in der Stadt irgendwo langlaufe und dann läuft jemand an mir vorbei mit so einem richtig starken Parfüm aufgetragen, da renne ich direkt weg, bevor ich da einen Migräneanfall bekriege. Jahreszeit. Also ich gehöre zu den Leuten, die alle Jahreszeiten mögen. Also ich mag auch wirklich sehr gerne den Winter, gerade wenn es schneit, was leider dieses Jahr hier in dem Teil von Deutschland, wo ich lebe, nicht der Fall war. Aber ich freue mich dann auch schnell wieder, wenn es vorbei ist und dann freue ich mich auch im Sommer. Ich bin so typisch deutsch, von wegen im Sommer will ich Winter und im Winter möchte ich Sommer, ja. Gibt es auch von Alligator dieses Lied, es regnet kaum. Ich glaube, das beschreibt mich leider sehr gut. Süßigkeiten. Ich mag Nüsse eigentlich gar nicht so gern, obwohl ich eh gar nicht so der extreme Süßigkeitenmensch bin, aber so eine Nussschokolade oder so, wenn die jetzt hier auf dem Tisch liegen wird, die würde ich eigentlich nicht anrühren. Nur Notfall, wenn ich wirklich totalen Heißhunger drauf hätte. YouTube. Sinnloses Rumgehate oder auch Neider untereinander, also unter den YouTubern, dass man wirklich einem anderen den Erfolg nicht gönnt und da auch wirklich versucht rumzumanipulieren. Und was ich auch gar nicht mag, sind die Kanäle, die sich wirklich zur Hauptaufgabe gemacht haben, andere Kanäle nur fertig zu machen und dadurch Abos generieren. Ja, die kann ich wirklich gar nicht leiden und die gehen gar nicht. McDonald's. Ich war schon Ewigkeit nicht mehr bei McDonald's, aber ich würde sagen, den Fischburger mag ich gar nicht, weil ich prinzipiell absolut kein Fan von Fisch bin und ja, deswegen würde ich den nehmen. Personen allgemein. Intoleranz geht absolut nicht, jetzt egal auf
welches spezielle Thema bezogen. Ich hasse Intoleranz, ich hasse Schubladendenken wie die Pest wirklich. Da habe ich mich auch bei Twitter erst vor kurzem richtig drüber ausgelassen. Es hat mich echt gefreut, wie viele da von euch auch drauf reagiert haben und mit mir diskutiert haben. Also falls ihr mir noch nicht auf Twitter folgt, dann wird das jetzt Zeit. Öffentliche Person. Da stört mich eine Sache extrem dran. Wenn öffentliche Personen sehr viel von ihrem Privatleben freiwillig preisgeben und sich dann aber, wenn irgendwas Aufregendes passiert ist, sich dann beschweren, wenn dann die ganzen Nachfragen kommen. Das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Ich würde von alleine sowieso ziemlich viel auch wirklich privat halten wollen. Und natürlich ist das nicht mal leicht, weil es interessiert dann viele. Aber wenn man schon zu denen gehört, die das wirklich alles rausposaunen und überall immer alles ins Internet stellen oder auch Interviews zu geben, da muss man sich wirklich nicht wundern, wenn das dann auch mal passiert bei einem Thema, was man nicht preisgeben möchte. Haare. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da ging mal vor einiger Zeit auf Facebook und Twitter und überall so ein Foto rum von einer Blondierten und wirklich so im Ansatz und dann wasserstoffblonden Clip-In-Extensions hier wirklich so hinten reingeklemmt. Und die waren wirklich nicht unterm Haar, sondern fast schon oben auf dem Deckhaar drauf. Das sah einfach wirklich schrecklich aus. Und das ist ja auch nicht der Sinn von Clip-In-Extensions. Ja, also sowas wird gar nicht gehen. Ansonsten bin ich da wie Klamotten eigentlich leben und leben lassen. Partys. Bei Partys hasse ich Leute, die zugesagt haben und dann entweder gar nicht kommen oder einfach auch 3 Stunden zu spät kommen und dann im besten Fall noch einfach 10 Leute selbst einladen, die man nicht mal kennt und dann mitbringen. Sowas ist für mich so ein absolutes No-Go, wirklich. Also jeder der 3 Punkte. Ja, das verstehe ich auch wirklich nicht und finde ich auch ziemlich asozial eigentlich, so ein Verhalten. Thema Autofahren. Ich habe ja keinen Führerschein, aber betrunken Autofahren geht wirklich natürlich gar nicht. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Und was mir auch immer wieder hier auf YouTube auffällt, Anschnallpflicht. Irgendwie ist das so ein Ding unter YouTubern, das sieht man immer in den ganzen Vlogs, dass die sich nicht anschnallen. Und ich kann es wirklich nicht verstehen. Das ist für mich einfach wirklich nur dumm und ja, ist wohl irgendwie so eine YouTuber-Sache. Eltern. Bei meinen Eltern war das zum Glück nicht so, aber ich hatte einige in meinem Freundeskreis, die wirklich ihr komplettes Leben schon vorgeschrieben bekommen haben. Also wirklich genau welcher Abi-Durchschnitt sein muss, was dann studiert wird, auch mit genau dem Durchschnitt schon wieder, was später als Beruf ausgeübt wird, wann man heiraten soll und Kinder kriegen soll. Und bei sowas kriege ich wirklich zu viel, weil erstens kommen ja auch so viele Sachen vielleicht mal dazwischen. Und man schafft auch einfach eine gewisse Note nicht und man muss sich ja auch wirklich selbst finden. Man lebt ja nicht nochmal das Leben der Eltern weiter. Also klar wollen die Eltern immer das Beste für einen, aber ich glaube, ab und zu braucht man auch einen gewissen Freilauf einfach, um sich selbst zu finden und dann dementsprechend auch glücklich zu sein, weil ansonsten ist man ja wirklich, ja, gefangen praktisch. Instagram ist das letzte geht gar nicht Thema und da regen mich extrem diese Leute auf, die einen irgendwo immer markieren auf, also jetzt nicht, wenn ihr mich auf dem Foto markiert, sondern ihr kennt das bestimmt, dass man auf was weiß ich für ein Bild irgendwie Free Followers, bla bla bla, ich weiß gar nicht, wie das alles heißt, und auf einmal bist du da direkt verlinkt und sowas passiert andauernd und das ist wirklich nervig. So, und dann möchte ich jetzt auch noch ein paar Leute taggen und da tagge ich einmal Real Natalie, Lara von Mondberg, Razy Random und Paula Jolien. Ich hoffe, ihr macht mit. Ich würde mich super drüber freuen. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst bitte nicht, dem Video auch einen Daumen nach oben dazulassen. Und falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann freue ich mich sehr darüber, wenn ihr das hier unten nachholt. Und hier neben mir kommt ihr wie immer zu meinen beiden letzten Videos. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!